Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Yay, es geht weiter. Mein PC hatte Probleme und so und deswegen hat es so lange gedauert und außerdem hatte ich irgendwie nie Lust. Aber jetzt habe ich Lust, dieses Spiel endlich zu Ende zu bringen. Und wir sind in Kalis fliegender Festung. Und, das dritte Mal und, nein. Okay. Wir haben dann doch ein paar Gegner noch zu bekämpfen, aber wir wissen ja, durch mein extremes Leveling sind die kein Problem für uns. Absolut nicht. Und ja, nach Kalis fliegender Festung können wir uns dann auch endlich anderen Dingen widmen. Da waren wir auch lange genug in diesen fliegenden Festungen rumgehangen. Obwohl ich sagen muss, es gibt 5 im Spiel. Das hier ist die 4. Aber die 5. ist ein bisschen anders. Und deswegen zähle ich sie auch nicht zu den regulären fliegenden Festungen dazu. Also von daher geht das schon klar. Da. Problem ist natürlich, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir alles erkundet haben, aber ich glaube da oben, ich glaube hinter diesem Abschnitt da, da war ja auch so ein Abschnitt, so ein Ring aus fliegenden Inseln. Und ich glaube, das haben wir schon alles fertig. Und da hinten ist ein Heiler, bedeutet nein. Das lasse ich so nicht mit mir machen. Noch nicht. So nicht. Ich liebe es. Ich liebe es, dass ich hier ohne Mana-Tränke, ohne irgendwelche Items einfach nur durchrushen kann. Das zeigt mir, dass ich absolut richtig geskillt und gelevelt habe. Also gelevelt sowieso, halt, dass ich alles gemacht habe. Auch, dass ich meinen Charakter auf die Art und Weise, wie ich das Spiel schon häufig durchgespielt habe, ein weiteres Mal richtig aufgebaut habe. Und wir haben ein gegessenes Schweinefleisch, für meine Sammlung, das wir mitnehmen können, obwohl es bereits gegessen ist. Und da hinten ist eine Truhe, die wahrscheinlich aber bewacht wird. Oder? Nein, nicht? Ich bin ein... Wow. Aber okay, da kommen wir da halt so hin. Da... Ja, ein bisschen Zeug. Kalis fliegende Festung. Kalis fliegende Festung. Okay, da unten sind noch Viecher. Ja, auch Menschen sind ab jetzt Viecher. Ich kann nicht. Das ist vollkommen logisch. Alles, was mich umbringen will, sind Viecher. Wunderbar, den Beschwörer haben wir schon mal kalt gemacht. Okay, und der da hinten wird von meinen Viechern übelst mitgenommen. Auch wenn mein Dämon gleich schon wieder alle ist. Von der Zeit her. Bedeutet, ich werde ihn neu beschwören müssen. Da, ja. Ach gut. Jetzt kommt leider erst der Cooldown. Ich finde das blöd, dass der Cooldown vom Dämon erst dann ansetzt, wenn er wieder weg ist. Und nicht dann, wenn ich ihn bereits beschworen habe. Also, dass ich ihn dann quasi direkt zweimal miteinander beschwören könnte, wenn ich wollte. Noch nicht. Wenn die Zeit dann nämlich abgelaufen ist. Stirb! Da. Und natürlich Kollateralschaden beim Kampf. Geht hier einiges zu Bruch. Ach, da ist noch eine Truhe, okay. Die hatte ich übersehen. Die Geschichte der Drachen, Ritter Teil 3. Oh Gott, so viele Bücher, die wir noch haben. Die ich auch noch alle vorlesen könnte. Aber was zur Hölle? Hallo? Was ist denn bei dir kaputt? Habe ich eventuell Drachenfertigkeitspunkte oder so? Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das im Hinterkopf, aber ich glaube nicht. Dann war das einfach nur eine seltsame Täuschung. Hier sind ja noch relativ viele. Schnapp sie dir! Genau, schnappt sie euch! Macht sie alle kaputt und so. Lauft durch den äußeren Ring, damit ihr schön viel Schaden kriegt. Wunderbar. Ich kann nicht. So wie es sein soll. Da,
da. Da da da. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier schon überall war und welche Gegner ich hier schon alle platt gemacht habe, aber ich glaube, das, was zur Hölle? Was, wo kommst du denn her? Noch nicht. Alter. Tauchen die auf einmal aus dem Nichts auf? Noch nicht. Das erinnert mich gerade irgendwie an irgendeine Folge aus dem Morrowind bzw. Blood Moon Let's Play von Tales Gaming bzw. Marco. Wo am Anfang der Folge auch auf einmal irgendwoher ein Gegner kam. Stirbt! Stirbt! Sterbet! Macht ihr das mal, ich plünder. Oh, Tränke, Tränke, Tränke. Für enorme Stärke. Ich meine ja sogar, dass es... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es gibt im Spiel auch sogenannte Elixiere. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Auf jeden Fall, die steigern unsere Attribute. Dauerhaft. Oder war... Nee, Quatsch, das war... Nee, Quatsch, ich glaube, das war Diablo. In Diablo 1. Ich kann nicht. Wie komme ich da jetzt... Keine Ahnung, ich glaube, dass es so was Ähnliches auch in Divinity 2 hier gibt, aber... Die Erinnerung, aus der ich das beziehe, ist aus Diablo 1. Auf jeden Fall, da gibt es halt so Tränke, wo man... Die man kaufen kann. Bekennst natürlich und damit seine Statuswerte dauerhaft boosten kann. Hui. So ähnlich wie die Vitamine in Pokémon, bloß dass die nicht die Werte, sondern die EVs boosten. Ja, ich weiß auch über sowas Bescheid. Ich meine wirklich, dass wir hier oben schon alles... Vergesst es. Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Ja, ist ja gut, ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Ich kann nicht. Es ist lange, es ist anderthalb Monate... Zwei Monate, drei! Garantiert schon drei Monate her, dass ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe, beziehungsweise aufgenommen habe. Da kann sowas mal passieren. Ihr müsst mich deswegen nicht gleich kreuzigen. Ist hier denn... Was? Wo? Wie? Was? Wo? Was? Wo? Ich frag gar nicht nach. Ich kann nicht. Ich frag gar nicht nach. Und zum Ende des Displays will mir das Spiel nochmal richtig eine reinführen. Aber selbst wenn ich hier nicht alle Gegner besiegen würde, also nicht mehr alle Gegner finde, die es hier gibt, wäre das glaube ich nicht so schlimm, denn aufgrund unserer extremen Überlevelung geben sie so wenig Erfahrungspunkte, dass das keinen Unterschied mehr macht, ob wir die jetzt eigentlich bekommen oder nicht. Pinkel mich nicht an. Ist hier jemand? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, da hinten. Da. 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 Ja, direkt krieg ich einen auf die Fresse. Ich kann nicht. Komm du mal her. So. Hat jetzt zwar nicht so viel gebracht, weil sie nicht da durchgerannt sind, aber immerhin ein bisschen. Ah, ah, das lässt du schon bleiben. Ich kann nicht. Auf die Fresse. Kann es sein, dass wir einen Skill haben, der, wenn wir Gegner schlagen, dass wir Leben dazu kriegen und noch einen Skill haben, der bewirkt, dass wenn wir Gegner schlagen, auch sogar Mana dazu kriegen? Dass wir quasi mit Schlägen, ja, Mana-Entzug sowieso, hier, eine forderliche Nahkrafttreffer hat eine 84%ige Chance, dem Gegner 18% des verursachten Schadens abzuziehen und die Punkte eure Mana-Vorrat hinzuzufügen. Das sowieso, aber... Ja, Lebensentzug sogar. Ein erfolgreicher Nahkampftreffer hat eine 10%ige Chance, dem Gegner 7% des verursachten Schadens. Aber da auf Lebensentzug haben wir nicht geskillt, sondern das ist von irgendeiner, wahrscheinlich von unserer Waffe hier. Ja genau, Lebensentzug. Wahrscheinlichkeit von 6%, dass 7% des verursachten Schadens in Lebenspunkte umgewandelt werden. Bedeutet, dank einmal unserer Skillung, kriegen wir durch Schläge Mana wieder. Einen gewissen Prozentsatz und durch unsere Waffe sogar ein bisschen Leben. Was ich ziemlich geil finde und ich speichere deswegen oft, weil mein PC hier schon wieder total am Rumrödeln ist und ich befürchte, dass der eventuell abstürzen könnte. Was ich nicht hoffe, denn schließlich funktioniert er jetzt so wie zuvor. Vorher ist der mal abgestürzt oder irgendwas
Grafikkartentreiber, Aktualisierung hat nicht funktioniert und das war dann nicht mit Windows kompatibel und was weiß ich nicht alles. Oh, ja. Was zur Hölle? Da. Aber eigentlich sollte er wieder funktionieren. Deswegen. Er rödelt zwar, aber das tut er immer bei Aufnahmen. Fraps ist ziemlich ressourcenlastig. Da. Was zur Hölle? Die Passion des Göttlichen. Das wäre sogar eventuell ein Buch, das man sogar lesen könnte. Weil es meiner Meinung nach, weil der Göttliche meiner Meinung nach eine der zentralsten Dinge hier in Divinity 2 ist. Vor allem halt aufgrund der Tatsache, dass die Passion des Göttlichen unter anderem der Grund ist, warum die Drachen, Ritter und die Drachen so verhasst sind. Denn Damian hat ja den Göttlichen getötet, um den, um sozusagen, und es dann den so aussehen lassen, als wären die Drachen daran schuld gewesen, sodass die Drachentöter gegründet wurden und von Damian als wahren Feind von Rivulan abgelenkt wurde. Und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Story schon erfahren haben. Ich glaube aber schon. Halt auf jeden Fall, dass Damian der Böse ist. Und yay! Irgendjemand? Ich glaube ernsthaft, wir haben hier schon alles. Überall. Zumindest fällt mir jetzt spontan kein Ort ein, an dem wir noch nicht waren. Hier, genau, hier unten. Man kann hier... Oh, ich kann hier unten sogar durchfliegen. Hier unten müsste ich auch schon gewesen sein. Ja. Dann war ich, glaube ich, jetzt wirklich überall. In dieser fliegenden Festung. Hier oben ja sowieso. Deswegen bin ich ja jetzt auch schon hier, weil ich hier schon alles fertig habe. Bedeutet, wir können uns eigentlich... jetzt zu Kali aufmachen. Oh yeah. Aber jetzt in der nächsten Folge. Hahaha.